Ein Gläschen Wein kann nicht schaden und ein zweites mag es auch noch leiden. So denken viele Autofahrer. Und ein Stück weit haben sie recht. Das Gesetz erlaubt das Autofahren mit bis zu 0,5 Promille Alkohol im Blut. Die Statistik sagt aber etwas anderes. Im Dezember verdoppelt sich die Zahl der Autounfälle, die unter Alkoholeinfluss passieren. Dass das mit den Festtagen zu tun hat, bestätigt auch Nerouche. Gerade die älteren Leute meinen, sie können mit Alkohol einfach nur mit einem Gläschen einfach noch Auto fahren. Man ist einfach weniger konzentriert. Und wenn man weniger konzentriert ist, dann passt man nicht auf und dann passieren Unfälle. Und das kann auch schon sein mit einem Gläschen, das man getrunken hat. Also man muss nicht einmal die Promillegrenze erreicht haben. Bei rund 10% der Verkehrsunfälle in der Schweiz ist Alkohol die Ursache. Im Dezember verdoppelt sich die Zahl auf 20%. Das zeigen die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Auch die Polizeien spüren den Anstieg. Ja, die Zahlen haben auch im Dezember das Jahr jetzt wieder stark zugenommen. Seit Anfang Dezember hat die Kantonspolizei Thurgau bereits etwa rund 20 Autofahrerinnen und Autofahrer angehalten, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Wegen dem macht die Polizei aber nicht spezifisch mehr Alkoholkontrollen. Im Winter wird aus einem anderen Grund mehr kontrolliert. Dass man die alkoholisierten Fahrer verwischt, sei nur ein Nebeneffekt. Ja, gerade im Bereich vor den Festtagen, also in der Adventszeit und dann auch im Bereich vom Silvester, da merkt man dann schon eine Zunahme, wo die Leute mit Alkoholeinfluss unterwegs sind. 0,5 Promille Alkohol im Blut sind in der Schweiz noch gesetzlich erlaubt. Zahlen vom Bundesamt für Gesundheit zeigen, schon vor dieser Grenze beeinflusst der Alkohol das Fahrvermögen. Schon ab einem Wert von 0,3 gibt es einen Tunnelblick und eine verschlechterte Reaktionszeit. Die Risikobereitschaft steigt und das Einschätzen von Distanzen wird schwierig. Schon in der Vorweihnachtszeit gibt es mehr Unfälle. An den Festtagen erreichen die alkoholbedingten Unfälle aber die höchsten Zahlen. Der simpleste Trick ist, dass man sich vorher überlegt, trinke ich Alkohol oder dass man einen bestimmt, der keinen Alkohol trinkt und der halt dann an dem Tag keinen Alkohol trinkt und dann heifert und die anderen Leute heifert. Dafür dürfen das nächste Mal wieder etwas trinken. Also dass man sich irgendwie organisiert in der Gesellschaft. Das wäre der einfachste Trick. Und wenn es dann doch passiert ist, dass jemand nicht mehr in der Lage ist zum Fahren, gibt es Hilfe von Nerouche. In der Weihnachtszeit und auch über Neujahr bietet der Verein in der ganzen Schweiz einen Fahrdienst an.